Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Heck und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja Freunde, heute gibt es wieder ein Spiel, Jungs. Und zwar, wir haben Bundesliga Futis Spielerwahl und Futis Spielerwahl Nummer 2. Und zwar gegen Fabio. Was geht ab? Was geht ab, Seko? Was geht ab, Leute? Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ich bin gespannt, was aus dem Bundesliga-Pick rauskommt. Und nachdem wir die 2 Picks gezogen haben, bauen wir uns dann ein Team und dann wird rasiert. So sieht's aus, Jungs. Ja, ich entschuldige mich wegen meiner Stimme. Ich bin ein bisschen halt krank. Lag jetzt 2 Tage im Bett, aber heute geht's mir wieder gut. Lasst ein Like da auf jeden Fall, Jungs. Ja, so 2000 Likes wären auf jeden Fall nice. Dankeschön nochmal für die Unterstützung. Die letzten Videos kamen sehr, sehr gut an. Ja, wir haben hier, was haben wir? August mittlerweile. Kann mich nur bedanken. Bald geht es auch los mit FIFA 22. Wir werden auch natürlich auch daily dann wieder streamen. Checkt nochmal Fabio aus. Ja, Link oben in der Videobeschreibung. Wir haben auch da was Schönes gedreht. Ansonsten, Bro, wir können gerne starten. Lass uns starten, ziehen. Bro. Okay, erstmal Bundesliga-Spielerwahl. Okay. Wir gehen rein. Let's go. Let's go, let's go, und let's go. Ui, ist okay. Den einen habe ich schon. Ich werde, glaube ich, den hier mitnehmen. Ist okay. Ich nehme den Hazard von Dortmund mit. Ich nehme... Oder? Den Hazard nehme ich mit noch. Ja, ich nehme den hier. Ich nehme Klostermann. Klostermann, okay. Innenverteidigung, ja. Kranke Werte okay. Eigentlich. Ja, dann weiter geht's, komm. Unser Nummer 2 Starspieler wird hier der... das war jetzt nicht so gut. Stindl, Ginter und Danjumu. Ach, wer ist das denn, Digga? Ich stimme mal Stindl einfach mal mit. Das ist okay. Passt da dann auch ein bisschen mit Link. Hast du einen Deutschen noch, oder was? Ja, ich habe einen Deutschen. Oha. Was hast du denn? Ich habe Ndombele, Suarez und Macau. Ist okay, nicht schlecht. Ja, aber ich habe Suarez schon im Verein, deswegen kann ich den jetzt eigentlich nicht nehmen. Das ist dumm dann. Ja, das ist dann dumm. Dann. Ich nehme Ndombele, das passt schon. Okay. Ich nehme Ndombele. Okay, Jungs, das sind so unsere Starspieler. Wir bauen jetzt mal schön die Teams. So, Jungs, da sind wir wieder. Ja, aber meine Stimme noch nicht. Aber ich halte mal hier rein, let's go. Okay, also ich habe im linken Mittelfeld hier Bamba. Alright, und okay. Im linken Sturm habe ich den guten Kylian Mbappé. Okay. Ich habe Harry Kane aufgeschrieben und Rashford kannst du behalten. Sehr schön. So, jetzt kannst du reinhalten. Jetzt nur ein Spieler. Let's go. So, nur ein Spieler. Und zwar vorne habe ich Hazard. Da habe ich 85 Stindl gekriegt. Ohne Sinn. Aber vorne links, beziehungsweise links Mittelfeld, gehe ich mit Gnabry. Den ich eigentlich auch vorhin gezogen habe, aber war Duplikat. Ja, Bro. Da kannst du gleich mal einen Bronzespieler reinhauen. Dankeschön, Bro. Kuss geht raus. scheiße. Dann machen wir weiter, Jungs. Zweite Runde. So, Freunde, ich mache jetzt das rechte Dreieck von Zeko und ich bin all in gegangen. Mal schauen, ob es sich lohnt oder nicht. Let's go. Okay, also es ist unsere zweite Aufnahme. Mittlerweile habe ich schon Angst. Ich hoffe nicht, dass du jetzt die 3 oder so hast. Vor dem Sturm gehen wir mit einer Icon und das ist der Herr Hullet. Ja, und dann haben wir den Wijnaldum am Start. Und rechts gehe ich mit Shaqiri. Okay, krass. Ich habe Lukaku, Eriksen und Sanchez. Sehr gut. Hullet, heftig. Okay. Sehr gut. Okay, komm mal, weiter geht's. So, let's go. Ich habe im rechten Sturm auch einen Franzosen, und zwar Antoine Griezmann. Digga, der hat bei mir Shadow einfach, Hilfe. im rechten Mittelfeld habe ich Luis Figo und im rechten ZM habe ich eine Maschine, ein Monster, Paul Pogba. Eigentlich wollte ich Goretzka schreiben, dann habe ich gesehen, dass es irgendwie nicht klappt mit Klostermann. Was habe ich denn? 3 Franzosen habe ich aufgeschrieben. Ben Yedder, Dembélé und Paul Pogba. Oh, Mann, ich habe mich so gefreut auf den. Ich habe den extra gekauft gerade, Mann. Sehr gut. Also, der Ehrenmann Fabio meinte vorhin zu mir, du darfst dein linker links Mittelfeld, eine Bronze LM benutzen. Aber der Ehren Seko sagt natürlich, Torwart Bronze in die Mitte. Ja? So ein böser Mensch. Ja, dann machen wir weiter und zwar jetzt die beiden Außenverteidiger. Bin gespannt, was du da gebastelt hast. So Jungs, dann die beiden Außenverteidiger. Let's go.
Let's go. Ich habe in der linken Verteidigung auch einen Franzosen, und zwar Theo Hernandez, Maschine. Und rechts hinten habe ich einen, den habe ich geliebt, als ich Bundesliga-Team gespielt habe, und zwar Sven Bender oder Lars. Oder Sven. Ja. Nee, Lars. Okay. Okay. Ich war mir nicht so sicher, wem du da rechts hattest. Also ich habe einfach Mukele aufgeschrieben, weil Klostermann braucht ja auch einen Link. Und links, ja, ich bin mit einer Franzose gegangen. Und zwar mit Theo Hernandez. Ja, oh, let's go, Digga. Also, linker Verteidiger an Bronze schmeckt, würde ich mal sagen. Scheiße. Sehr gut. Aber du bist jetzt dran. Du kannst gerne mal reinhalten. Und ich füge mal ein. Ah, jemand ist da gebrochen, glaube ich. Ja, das nervt mich gerade echt. Also, okay, ich halt rein. Ich bin mit dem Offensichtlichen gegangen. Okay, mit Offensichtlichen. Vielleicht mit Davis. Aber ich habe den Günther. Und rechts habe ich den Wan-Bissaka. Kannst du beide behalten, ja. Ich habe Davis und Arnold aufgeschrieben. Let's go, Digga. Ja, sehr gut. Sehr gut. Letzte Runde wird spannend. Mal sehen, wie du den Klostermann da auf... Gucken wir mal. Wir machen weiter letzte Runde, die letzten drei Spieler. So, Freunde. Ich bin leicht gebrochen, aber ich lebe noch. Und jetzt versuchen wir, Sekko zu brechen. Die letzten drei Spieler, let's go. Okay, bin gespannt, was du da tatsächlich aufgeschrieben hast. Aber ich gehe einmal mit Gosens, dann habe ich den Tomori und im Tor. Entweder nehme ich den Buffon oder Donnarumma, aber den mal Helden hier Donnarumma. Ja, okay, kannst du behalten. Ich habe Klostermann, Van Dijk und Alisson. Ich dachte, du bist irgendwie super clever und nimmst auch Klostermann, weil ich Klostermann habe. Sehr gut, ja. Sehr gut. Also, nur ein Bronzespieler ist okay gegen Fabio. Aber ich habe jetzt zwei Namen aufgeschrieben, beziehungsweise drei, und einen habe ich weggestrichen. Oh, okay. Ich habe... Ach, Digga, das... Der wird nicht überleben, sage ich. Der wird nicht überleben. Linke Innenverteidigung habe ich Upamecano. Und im Tor habe ich Oliver Baumann. Oliver Baumann? Hat eine besondere Geschichte, Bro, deswegen spielt er da gerade. Okay, alles klar. Ich habe Lacroix und Castells aufgeschrieben. Kannst du behalten. Wichtig, okay. Ah, okay. Wird interessant. Du hast jetzt zwei Bronzespieler. Einmal in der Mitte und einmal linker Verteidiger. Ja, vor allem gespannt. Ich bereue gerade, dass ich dir nicht den Torwart, Bronze Torwart gegeben habe, weil jetzt hast du somit noch keinen einzigen Bronze Torwart. Ja. Aber Freunde, wir werden sehen. Gucken. Wird auf jeden Fall schwierig gegen Sekko jetzt hier. Wir starten, Jungs. Wir gehen rein. So, Jungs, wir starten mal rein. Letztes Spiel habe ich 4-3 verloren. Heute gibt es nur Revanche, würde ich mal sagen. Ja, Freunde, ich werde mich jetzt richtig reinschwitzen hier. Ganz eklig. Guck mal hier, Ntumba. Kennst du den? Schau mal. Ntumba, wo spielt der denn? Keine Ahnung, Bro, das ist mein Bronzetorwart. Mbappé! Oh, oh. Nicht, dass die jetzt die Polizei ruft oder so wie letztens. Bro, nein, warte, ganz kurz, Sekko, das wollte ich mal sagen hier. Schneid es unbedingt rein. Gestern habe ich gespielt mit meinen Jungs. Bro. Ja. Du glaubst nicht, wer geklopft hat an meiner Tür? Polizei. Ja. Nein. Doch. Ah, ich glaube aber bei dir mal 1-0. Mann, warum, Sekko? Wieso bist du so? Du lenkst mich ab. Hazard, let's go. Ja, nee, auf jeden Fall, die hat echt... Also gestern war die Polizei bei mir. Kann sein, es passiert heute wieder. Aus. Nein. Mbappé, nein. Let's go. Nein. Fehler eiskalt ausgenutzt. Sekko, zu locker gespielt. Was hat der Tomori da gemacht? Ey, es ist schon 22 Uhr, gell? Hol it! 2-1! Hör doch auf! Da ist er doch! Nein, Digga! Schrei lieber nicht, Digga! Aber Spaß bei dir, wie kann man so eine Nachbarin haben, Digga? Spaß bei dir, warum klopft man, warum ruft man die Polizei? Ich verstehe das einfach nicht. Bro, ich weiß es auch nicht. Ich rede hier wirklich ganz normal mit dir, was soll ich sagen? Digga, wenn, Spaß, warte mal ganz kurz jetzt. Wenn du sie draußen siehst, sagst du Hallo oder so? Nein, spinnst du, hä? Wir haben uns doch nicht einmal Hallo gesagt. Die schaut mich mit so einem Killerblick an, ich habe immer Angst vor dir. Hast du schon mal gefragt, so, ey, warum rufen sie die Polizei oder so?
Bro, sie war auch schon vor meiner Tür. Ich habe zu ihr gesagt, ich rede ganz normal. Wenn sie ein Problem damit hat, dann kann ich auch nichts dafür. Sie soll sich Ohrstöpsel oder so kaufen. Ich kann nicht mal mit meiner Freundin hier telefonieren, ohne dass sie ausrastet. Soll sie sich doch Ohrstöpsel kaufen? Ich schreie ja nicht mal. Ich rede ganz normal. Nein! Let's go! Let's go! Komm, mach ihn. Mach ihn. 3-3. Komm. 13 runter. Jetzt. Nein, unglaublich. Nein, Digga. Der kommt da durch. Ich krieg. Bro, dieser Pass. Nein! Dieser Pass war so krass autokorrigiert gerade. Oh mein Gott. Du wurdest von der CPU gerade richtig hops genommen. Nein. Digga, das ist doch so traurig, ne? Oh mein Gott. Es tut mir so leid, Bro. Dieses Spiel ist so kaputt. Komm mal zum Discounten. 2 Picks. 2 Picks hat der Fabio, wie starten reinkommen. Also Hullet würde richtig wehtun. Ich hoffe einfach, ich treffe ihn nicht, weil die letzten 2 Tore, das hätte Seko nicht verdient. ich nehme die beiden Außenverteidiger. Seko? Digga. Nein, Glück gehabt. Ich habe wirklich Glück gehabt. Ich wollte eigentlich Hullet Rechtsverteidiger legen. Ja. Er ist rechter Innenverteidiger gewesen. Stindl hast du getroffen und Gosens. Und linker Innenverteidiger war sogar der Wijnaldum. Jungs, Spaß also, beiseite. Schreib jetzt nicht Fake oder Songs irgendwas. Ich mein's ernst. Das ist so geisteskrank, gerade ein Glück gehabt. Also Wijnaldum hätte ich gerne genommen. Hullet hätte nicht sein müssen, aber Wijnaldum hätte ich genommen. Schade. Also, ich hab, du hast Gosens und Stindl getroffen. Ich mach ein SBCs. Bis gleich. So, Jungs, also, somit gehen wir hier Gosens ab, Stindl ab. Ich bin ehrlich zu euch, ich hatte heute Glück. Ja. Der Hullet wäre fast weg. Ich darf den behalten. Vielleicht beim nächsten Mal, wer weiß. Ansonsten haben wir die jetzt abgegeben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Noch was. Letztens habt ihr im Video geschrieben, dass Fabinho nicht auf Fullcam war. Ich habe leider die 4-3-3, die dritte, nicht genommen, sondern ganz normal die 4-3-3. Das war mein Fehler, tut mir leid nochmal. Aber Dankeschön für eure Unterstützung. Dankeschön auf jeden Fall für die Kommentare. Ihr könnt auch gerne hier natürlich auch kommentieren, was sie so gezogen habt, was sie momentan macht. Seid ihr im Urlaub oder nicht, könnt ihr auch gerne natürlich schreiben. Ansonsten checkt jetzt Fabio aus und du hast die letzten Worte, Bro. Ja, hat Bock gemacht. Also geile Aufnahme wieder gewesen. Sehr, sehr witzig. Ich hoffe, euch hat es auch getaugt. Lasst auf jeden Fall Liebe da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.